Dach stehen. Die Patienten, die hier hinkommen sollten, und das ist unsere große Bitte, sollten schwere Symptome haben. Alles andere sollte bitte zum Testzentrum Limberg fahren, wie bisher auch. Und wir möchten an sich diese Separierung zu den anderen Patienten erreichen. Wir werden das entsprechend ausschildern, schon auf der Zufahrt zum Klinikgelände. Und hier gibt es dann einen zweiten Eingang, wo wir die neue Intensivstation auch direkt erreichen, die auch nur für Covid-Patienten vorgesehen ist. Und Räume, Stationen im ZNG, in diesem roten Gebäude am Ende des Campus, wo auch zwei Stationen zur Verfügung stehen für die Normalversorgung von Patienten. Also ich glaube, dass wir so best wie möglich vorbereitet sind. Die große Frage ist natürlich, wann kommt die Welle? Wir haben Fallzahlsteigerungen von 13-15% pro Tag zurzeit. Nicht im Krankenhaus, noch nicht. Aber alle Erfahrungen zeigen uns, dass es eben eine zweite zeitverzogene Welle geben wird zur Hospitalisierung. Und da bereiten wir uns natürlich jetzt so gut wie möglich vor. Wir haben 24 neue zusätzliche Intensivplätze mit Beatmungsmöglichkeiten auf dieser neuen Station. Die geht morgen in Betrieb. Darüber hinaus stehen weitere Plätze zur Verfügung, sodass wir dann mit der Inbetriebnahme rund 40 zusätzliche Plätze haben, die für Covid-19-Patienten zur Verfügung stehen. In einem absoluten Katastrophenfall, auf den wir uns aber auch schon vorbereiten, auch in Abstimmung mit den Jens-Tensen-Kliniken, könnten wir bis zu 90 Beatmungsplätze hier zur Verfügung stellen. Das ist meines Erachtens schon enorm viel, deutlich mehr als in anderen vergleichbaren Regionen oder Städten. Also ich glaube, dass das Klinikum sehr gut vorbereitet ist.